Das Ding ist kranker als krank. Das ist doch krank, Mann! Ich will das nicht! Meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück zu Super Mario Bros. U Deluxe. Wie es geht weiter im Limonadendschungel Nummer 6. Es geht hier alles einfach zur Neige. So wie das Wortspiel das auch sagt, witzig. Haben wir alle einfach gar nichts mehr. Ich habe auch keine Items mehr, kein gar nichts. Ich bin einfach nur... Willst du mich jetzt eigentlich rollen? Wie kann ich in diesem Level jetzt schon 20 gefühlte Sterne haben? Ist da auch ein Stern drin? No way. Kann es sein, dass die Sterne sich immer erweitern, wenn, ne? Also wenn man 9 Sterne bekommt, also kann es sein, dass alle Items einfach zu Sternen werden. So, jetzt mal ganz dumm ausgedrückt. Wow, da war der Skill. Oh, ich liebe meine Skill-Momente in diesem Spiel manchmal. Also ohne Witz, das war wirklich gut. Oh nein, Wiggler. Nein! Ich hab dir nichts getan! No! Bring mich nicht um! Okay, du bringst mich nicht um. Sehr gut. Dann sind wir ja gute Freunde noch. Oh. Ich hab pure Innovation vor allem. Nein! Der Koopa bringt mich um! Och, du kleiner, ekliger Koopa, ne? Ich mach aus dieses... Krötensalat. Das ist keine Kröte, das ist eine Schildkröte. Weißt du, sonst packe ich die übelsten Skill-Momente aus und bei diesem bei dieser kleinen Schildkröte bleibt mir einfach alles geschwiegen, verbiegen, verbogen. Aber wait, wie komme ich denn in... Wie? Nein, der Koopa! Wie ich Koopas liebe. Oh mein Gott, wegen einem blöden Pilz habe ich das gemacht! Holy shit! Alter, was mache ich denn hier gerade für Moves? Die check ich selbst nicht mal, ich drücke. Oh, da bist du ein Koopa. Ey, Koopa, ich habe eine Idee. Wir müssen mal kurz ein Date führen. Oder ich muss dich mal entführen. Ich glaube, damit hast du bestimmt nichts dagegen. Und wehe, du schlüpfst aus deiner kleinen Eiche, Junge. Ich eiche dir deine Inne. Der hat mir umgebracht. Der kleine Bengel. Der wird wütend, der wird zahlen drauf. Du kleiner, boah, du kleiner, mieser, dreckiger Koopa-Panzer, ne, aus dir mach ich noch Hack-Sushi. So. Du mieses Stück Koopa! Was ich eigentlich mal endlich mal erwähnen wollte, ne, ich hab den blauen Toad endlich offen. Oh, endlich hab ich's los. Meine Güte, die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich 50 Mal kurz davor sterbe, muss ich das wieder erwähnen, weil... Ich mir so denke, das ist wichtig, dass ich mal erwähne, dass ich den blauen Toad jetzt in mein Gesicht habe, ausgewählt habe zum Spielen. Oh, ich bin befreit von diesem geilen Pilz, ey. Was laber ich eigentlich? Nicht geiler Pilz. Ich meine natürlich, Starcoin. Oh Gott, mir macht die Hitze mehr fertig, als ihr dacht. Uiuiui. Und wenn jemand fragt, ja, schon wieder Hitze? Ja, bei mir ist 36 Grad in meiner Wohnung. Ich habe keinen Ventilator an. Warum? Weil ihr das nicht hören sollt, wie ein Ventilator hier vibriert. Ihr versteht bestimmt, wie ein Vibrator macht. Wie ein Vibrator halt. Wie Vibrator. Was auch immer. Jedenfalls wollte ich das nicht anhaben, weil es immer meistens zu laut ist, mein Gefühl her. Und das ist immer nervend, wenn im Hintergrund die ganze Zeit irgendein Ventilator an ist. Muss nicht sein. Dementsprechend schwitze ich mich für euch hier durch. Ey, umso besser, habt ihr mehr Fails von mir. Weil mein Gehirn sowieso arbeitet wie eine kleine Seegurke gerade. Obwohl ich sagen muss, bisher läuft es recht gut. Aber es ist immer so, das erste Level muss gut laufen, damit das zweite Level reinkacken kann. Und das ist doch so random, dass diese Röhre genau die Röhre ist mit dem... Oh nein, dein Ernst jetzt? Dieses Spiel, ne? Ich esse einen Besen, jetzt kann ich mir die Starcoins abschminken oder was? Boah, nee.
Bitte P-Switch, einmal Ehre. Ich will das Level nicht nochmal machen. Wie war das mit dem zweiten Level? Kackt rein. Natürlich kackt das bei mir rein. Boah, ich könnte kerzen. Kann ich nicht cheaten? Ich muss das Level nochmal spielen. Nur wegen dieser Stelle hier. Das ist so ein Müll. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jetzt werde ich lebensmüde. Oh mein Gott. Na. Hm, sehr gut gemacht. Brav. Toad, ganz ruhig. Ganz chillig. Machen wir jetzt hier das Level zu Ende. Nein, nein, nein. Ey, aber seid zufrieden. Ich kann auch mal den Starcoin-Dings versuchen. Jetzt habe ich ja das Prinzip verstanden. Ich muss springen, wie der Gott gar nicht mehr anders geht. Oh, und ich krieg die Starcoin. Alter, hinkt mir gerade die Pumpe. Oh, diese Zeit ist immer so eklig. Zeit-Challenges, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich bin kein Freund von Zeit-Challenges. Und wenn ich jetzt nochmal runterfliege, ne, ich beiß mir so ins Knie dann. Also, tue ich nicht. Aber ich würde. Komm, hoch mit dir. Boah, mach mir nicht Angst, Alter. Ich mag diese drehenden Plattformen im Übrigen überhaupt nicht. Oh, die sind gar nicht anstrengend oder so. Ich weiß, das klingt komisch, ist mir aber sowas von egal. Ja, sie... Egal, ich bin im Ziel, ich kann nicht mehr sterben. Ich habe alles in diesem Level geschafft. Holy moly. Meine Güte, ey. War das eine schwere Geburt. Und damit geht auch die Brücke auf zur Burg. Aber die Burg machen wir beim nächsten Mal, wollte ich gerade sagen. Bei dem nächsten Level. Jetzt geht's erstmal im Limonaden-Dschungel. 7-Wegler-Wahnsinn. Och nein, ich wusste es. Jetzt kommt so ein Level. Jetzt müssen wir dauerhaft auf einem Wegler sein. Oder auch nicht. Okay, es ist nicht die Art von Level, die ich dachte. Oh nein. Don't say me. Der Junge ist gleich wieder weg. Okay, nee, das geht. Das ist easy. Die Starcoin ist easy. Ich habe die Passage anders im Kopf. Oder ich denke gerade falsch in einem falschen Spiel. Stimmt, im DDS-Teil muss man mit so einem riesen Wiggler durch die Welt reisen. Das war mir so klar. Es sah so sass für mich aus. So sass, ne? Das musste einfach ein Secret sein. Oh. Das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, ich wollte gerade sagen, wäre da keine Starcoin gewesen, ne? Boah. Oh, danke schön. Mehr wollte ich nicht. Alles andere kannst du behalten. Geld, Scheine, alles kannst du behalten. Nur die Coin, die brauche ich. So, der Wiggler will hier... Oh, du... Gehalla! Aua, warum? Oh, ich wollte eigentlich springen von der Wand weg, aber hab Y gedrückt. Ja, man drückt halt Y, ne? Aus Versehen. Das ist meine Lieblingssprint-Taste. Wiggler, bitte nochmal einen Zug nach hinten legen, danke. Sehr gut, jetzt können wir durchfahren. Einfach durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, ich warte auf dich. Der Freund, mein Wiggler, kommt ja wieder. In der Zeit können wir uns eine Geschichte zu Wigglers erzählen. Nein, Spaß beiseite. Der Wiggler kommt! Irgendwo wird der nützlich sein. Und wenn der nicht nützlich ist, dann heule ich. Warte, was? Warte, was? Hä? Wait, aber warum? Aber, ja, aber, nein. Hä? Ich dachte, das wäre wichtig. Ich dachte, ich habe mein Leben dafür geschmissen. Ich dachte, ich habe mal was für mein Leben getan.
Oh, ich bin hier oben gelandet. Wie hab ich denn das gemacht? Oh, geil, eine Eiche. Oh, 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 ah! Ah! Du kleiner, mieser Eichel-Lord. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh Gott. Das kriegt doch hin, oder? Ja, Stalker Nummer 3. Meins. Oh, entschuldige, dass ich auf deinen Kopf trete, aber mein Gutster. Du musst mir halt auch mal Platz lassen. Okay, ich hab Angst, dass der hier untertaucht. Ja, egal. Warte, das holen wir uns. Die Zielflagge gönnen wir uns. Das ist eine perfekte Runde. Ohne Tod. Oder mit Tod? Mit Tod. Ja, einen. Kann man drauf. Ne? Drauf scheißen auf die Ehne. Auf den Ehentod. Aber jetzt kommen wir zum Schloss. Limonaden-Dschungel. Schloss. Iggys heiße Sohlenfestung. Hat etwa Iggy neue heiße Untertreter besorgt? Vielleicht werden wir es herausfinden. Aber warum heißt die sonst wo heiße Sohlen? Warum lasse ich meine schlechten Witze nicht einfach mal zu Hause? Dann würden nicht solche solche Level kommen. Mal ohne Witz. Ich kündige es doch schon an. Ich beobachte diesen Lavastrom, weil wenn da unter eine Starcoin ist, ne? Ich sag's dir. Ich werde sonst das Leben nicht mehr glücklich, wenn ich da nicht geguckt habe. Warte. Nee, da unten ist auch keine Starcoin. Safe ist hier irgendwo eine blöde Starcoin. Oh nein. Oh nein. Concentration. Keine Fehler, Mann. Fehler könnten teuer kosten. Ey, was ist das für ein Level? Und wieso gibt es hier keine Starcoins? Das macht mich am meisten fuchsig. Okay, wait. Die Starcoin ist nicht gerade nett. Ich hasse diese Starcoin jetzt schon. Ich krieg einen Anfall. Das ist doch keine Starcoin gesetzt. Das ist doch einfach nur purer Liebe. Mein gebürtiger Schrei hat geholfen, dass ich die Starcoin bekomme. Oh nein. Nein, Eisblume. Nein, halt, stopp. Halt, stopp. Nicht in die Lava. Danke. Puh. Gut. Guter Junge. Jetzt holst du dir die Eisblume und machst alles nackig. Aber bitte nicht selbst ausziehen. Dankeschön. Oh Gott. Das ist bitter! Heiß! Ich weiß, warum meine Sohlen brennen. Die brennen so sehr wie meine Leidenschaft hier. Och, nicht dein fucking Genius jetzt. Nö. Also ehrlich, das ist jetzt aber... Das ist schon Ärgern auf hohem... Das ist Ärgern auf sehr hohem Niveau. Wie soll ich denn da hochkommen, Junge? Kann doch kein Jump'n'Run, Junge. Okay, was spiele ich denn hier eigentlich? Ist ein Jump'n'Run. Alter! Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Es tut mir leid, aber das ist ja übelster Abnutscher. LOL, was? Ich mecker nicht. Ja, ich drück doch eher... Es war wirklich eine Starcoin dort. Ich weiß nicht, wie ich da hochgekommen bin. Ist mir auch recht wumpe. Ich bin hochgekommen. Und das reicht mir. Solange bei mir alles hochkommt, ist alles gut! Heiß! Bruder, es ist heiß. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir ist heiß. Und Lava ist nicht zur Abkühlung geeignet. Oh Gott, wenn du mich umbringst, ne? Ja, Lappen! Ah,
purer Hass. Halt, stopp. Wir warten jetzt eine Runde ab, bevor dieser Knochentrocken mein Lehms schon wieder auseinander nimmt. Weil dieser Knochentrocken ist der schlimmste Feind aller Feinde. Wenn du Knochentrocken hast, brauchst du keine Feinde mehr. Sag ich so, wie es ist. Habe ich da unten jetzt eine Röhre gesehen? Geh rein. Junge, das war mir gerade ein bisschen zu viel Geschüttel. Das ist jetzt nicht ernst. Das ist jetzt nicht der Ernst vom Spiel, oder? Die wollen jetzt nicht, dass ich auf die Köpfe von den Knochentrocken raufgehe. Nein! Nein! Hier kommt bestimmt eine Plattform, ne? Alter Nintendo. Bala! Wanna wata bang! Alter, ich krieg kalt. Junge, meine Nerven fressen mich. Dieses Level ist zum Scheitern verurteilt. Wenigstens lerne ich dazu. Ja, wenigstens eine Sache, die mich hier sehr weiterbringt. Nämlich meine Intelligenz. Oh ja, das war Kaki. Kennt jemand die Kaki-Frucht? So Kaki ist das hier. Lass mir einfach an die alte. Nein! Und meine Güte, stell dich an wie nen Besen. Ohne Stiel und Stängel ist alles niemals möglich. Ja, oh ja, gib mir die Starcoin, oh, oh ja. Ich will alle Starcoins haben und das tue ich auch mit meinem Skill. Komm ich hier easy durch die ganze Welt, Welt. Du bist ein scheiß Du bist eine Flamme, ich weiß nicht, wie du heißt. Schade, du hast mein Lied versaut. Wegen so einer Flamme habe ich mein Lied versaut. Nein, taut, du kleine Nudel! Diese Nudel, Junge, ich schneid ihn seine kleine blöde Nudel ab und dann grill ich die auf meinen Scheißofen, Alter. Ja, 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 ja! Ich hab die Starcoin. Oh, geil, ey. Jetzt gib mir bitte nur ein Item. Ich geh nicht. Ey, wenn ich in den Bosskampf gehen muss, ohne Item, ne? Danke, Ehre. Ehre. Oh, jetzt kommt nur noch Iggy. Es kann nicht mehr schlimm kommen. Bitte, Iggy. Ich habe jetzt fast eine halbe Stunde an dieser blöden Starcoin gesessen. Nur wegen Pech. Wenn jetzt noch jemand sagt, wegen keinem Skill, ne? Ich beweise dir sonst gleich mein Skill. Oh mein Gott, Iggy. Wait, what? Warte mal, was? Hä? Ich check. Was? Willst du mich? Warte. Wie soll ich denn den treffen, Junge? Was ist denn das für ein kranker Kampf? Was ist das denn?
Oh mein Gott, ist das krank! Ist das krank! Ist das krank! Ist das krank, Junge! Du bist doch krank! Das Ding ist kranker als krank! Das ist doch krank, Mann! Ich will das nicht! Hey, du hast mich das eine Mal ausgelacht. Aber jetzt hab ich so die Schnauze voll von dir und deiner dreckigen Burg. Ich mach aus dir die Hölle! Na komm, komm mit deinem Feuerwirbel. Ich werde aus dir Jägerschnitzel machen. Danke. Ich wollte schon gerade verarscht fühlen. Bam! Fresse 2. Hab keinen Bock, den Scheiß nochmal zu machen. Bin ich euch ehrlich. Weil sonst esse ich noch einen Besen. Ja, Iggy! Ich hab dich besiegt, mein kleiner Freund! Willkommen in der Hölle! Dieses Level ohne ein vernünftiges Power-Up ist pure Hölle! Alter, ist das eine Geburt! Junge. Holy moly. Alle Sternmünzen aus der Limonaden-Dschungel geholt, aus der vor allem aus dem. Herzlichen Glückwunsch, Toad. Willkommen in der nächsten Hölle. Was soll ich sagen, Leute, ne? Ich würde sagen, für euch war es eine spaßige Runde. Für mich war es die Höllenqual und der Ritt von unheftig mit den... Jetzt kommen die Kadesminen. Wenn ich schon die Blöcke sehe, habe ich schon jetzt keine Lust mehr. Wisst ihr was? Wir fahren mal mit dem Zug einfach irgendwo hin, damit ihr das Oma gesehen habt. Und dann würde ich sagen, beenden wir hiermit mit der Fahrt überall hin den Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich hat euch gefallen, auch wenn es kritisch war mit 3 Leveln, die mich genommen haben vom Feinsten. Aber ich denke mal, das hat genug Unterhaltung geboten für die nächsten 10 Jahre. Also bis dann, ne? Und ciao. Und vergesst die Playlist oben rechts nicht.